Aber wir müssen einfach konstatieren, es sind nicht 1 Million Menschen zu uns gekommen, wie Sie das eben gesagt haben, sondern fast 1,5 Millionen Menschen. Illegale sind da gar nicht drin. Das sind aber auch viele anerkannt schon. Und davon, wenn ich bitte ausreden darf, anerkannte Flüchtlinge, davon sind 630.000 Menschen seit 2015 bis heute ausreisepflichtig. Ja, und wenn immer noch ohne Not darauf verzichtet wird, die deutschen Außengrenzen zu sichern und die Menschen zu kontrollieren, die zu uns kommen, das ist für mich, für meine Partei, das ist kompletter Wahnsinn. Die Europäische Union ist nicht in der Lage, die europäischen Außengrenzen zu sichern und wir verzichten immer noch ohne Not darauf, Personenkontrollen durchzuführen. Und es ist ja jetzt immer noch so, dass 60 bis 80% der Flüchtlinge, die zu uns kommen, ohne Ausweispapiere sind. Und die fehlenden Ausweispapiere sind ja auch Hauptgrund, vielleicht auf dem Weg übers Mittelmeer, lassen die anderen auch immer ausreden dürfen.